Am 15. Oktober dieses Jahres führen wir ein Mozart-Festkonzert auf in der Kirche in St. Lorenzen um 19 Uhr. Das Festkonzert musste leider um ein Jahr verschoben werden. Wir wollten zum 230. Todestag von Mozart am 5. Dezember des Vorjahres es schon machen. Aber Covid-Beschränkungen und Lockdowns haben uns gezwungen, das auf jetzt auf den 15. Oktober hinten anzuverlegen. Und jetzt wird es aber realisiert. Wir sind sehr, sehr froh und dankbar, dass wir nach so einer langen Durstphase, Durststrecke jetzt wieder gemeinschaftlich singen dürfen. Der Chor hat unglaublich viel Zuzug gekriegt durch dieses Projekt. Wir sind sehr froh, dass wir wieder in der Öffentlichkeit präsent sein können. Wir sind ja doch auch Kulturträger und dass so ein schönes Werk wie das Mozart-Requiem jetzt auch der Öffentlichkeit vorgeführt werden kann, in so einem schönen Rahmen mit Musikern und vielen Sängern, die begeistert sind. Und das ist nur möglich, so ein großes Projekt, wenn auch wirklich viele zusätzliche Sänger rekrutiert werden können. Und das ist unserem Chorleiter bestens gelungen und darüber sind wir sehr, sehr froh. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war es auch, nicht nur den Chorsängern die Möglichkeit zu bieten, diese klassischen Werke selber aufzuführen, sondern auch einen Projektchor zu vereinen, der sich aus diversen Chören aus der Region zusammensetzt. Und wir sind jetzt ungefähr an die 50 Personen. Am 15. Oktober um 19 Uhr in der St. Lorenzer Pfarrkirche gesungen wird als Hauptprogrammpunkt Mozarts Requiem und zwei Motetten von ihm, Laudate Dominum und Ave Verum. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at.
Herr Landesmilitärkommandant Heinz Zöllner, wie wichtig sind solche Angelobungen, wie öffentlichkeitswirksam sind solche Sachen? Ja, die Angelobung ist ein besonderes Ereignis für unsere jungen Soldatinnen und Soldaten. Und es soll ein besonderes Ereignis sein, indem wir auch damit an die Öffentlichkeit gehen und möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher das Treuegelöbnis auf die Republik Österreich und auf das österreichische Volk entgegennehmen. Woher kommen diese Soldaten, die heute ihr Gelöbnis ablegen? Ja, die kommen vom Versorgungsregiment 1 aus Gradkorn, vom Jägerbataillon 18 aus St. Michael, von der Stabskompanie und Dienstbetrieb des Militärkommandos Steiermark aus Graz. Herr Bürgermeister, Angelobung in St. Marien im Mürztal. Wie wichtig ist so etwas in der Gemeinde durchzuführen? Ja, wir sind sehr froh, dass wir das in unserer Gemeinde hier durchführen können. Wir wissen alle, was das österreichische Bundesheer für ihre Aufgaben hat. Ja. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, wie schwer das ist, ja, in der heutigen Zeit Männer zu bekommen, ja, die da bereit sind, tagtäglich zu arbeiten. Ja, das ist das andere. Aber wir sind sehr froh, dass wir das durchführen dürfen. Und 27 Jahre ist es her, dass das letzte Mal da war. Und heute sind wir wieder dran. Super. Zum heutigen Tag ein sehr stolzer Bürgermeister, was die Angelobung des österreichischen Bundesheers betrifft. Jawohl. Halt! Acht! Das Ganze! Auf der Stelle! Abtritt! Ist mir da so besonders stolz, wenn ein Buben so sieht mit Uniform? Aber wie? Für das fahren wir eineinhalb Stunden auf, zum Schauen. Ja, sicherlich. Ich habe selber militärische Vergangenheit und da ist es doppelt so schön, wenn die Kinder das auch machen. Ja, natürlich. Also ich sehe ihn zum ersten Mal mit der Waffe und mit der Uniform und das macht uns als Familie natürlich sehr stolz.